Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Care Energy, dem Energiedienstleister der Energiewende. Weitere Informationen auf www.care-energy.de. Herzlich willkommen. Die Zeit zwischen den Jahren ist eine gute Zeit, um über den Stand nachzudenken. Wo sind wir? Wo stehen wir? Was haben wir? Wo wollen wir hin? Das kann man mit positiven Themen machen, das kann man aber auch mit kritischen Themen machen. Familienthemen einigen sich in dieser Jahreszeit ganz besonders. Und deshalb wollen wir uns mit einer kleinen Reihe von Sondersendungen mit dem Thema beschäftigen: Familien im gesellschaftlichen Wandel. Es tut sich etwas. Familie ändert sich, die Gesellschaft ändert sich und auch die Bedingungen, unter denen wir leben und zusammenleben und auch die Bedingungen, unter denen wir uns trennen und auch die Bedingungen, wie wir Trennung organisieren und wie wir nach Trennung leben wollen, ändern sich. Das ist nicht schlecht, es sind andere Bedürfnisse, es sind andere Zeiten. Markus Witt ist Mitglied im Bundesvorstand des Vereins Väteraufbruch für Kinder. Und es geht, wie so oft im Leben, um Gleichberechtigung. Gleichberechtigung in Familien, Gleichberechtigung von Vater und Mutter, Gleichberechtigung von Partnern und Gleichberechtigung von Ex-Partnern. Die Väter fühlen sich vor allem nach Trennungen sehr oft nicht gleichberechtigt behandelt. Und früher ist das vielleicht gesellschaftlich einfacher hingenommen worden, aber heute nicht mehr. Denn Väter wollen und können Verantwortung übernehmen. Markus Witt, habe ich das schön gesagt? Das war wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Schön, dass ich hier sein darf. Ist das so? Die Väter sind, glaube ich, heute irgendwie doch anders. Die Väter sind anders, aber es ist nicht erst heute so. Das ist also schon länger. Wir haben im Prinzip seit den 80er Jahren so die Bewegung der neuen Väter, wie sie damals genannt wurden, die sich also stärker in die Familie einbringen, die nicht nur den Job des Familienernährers übernehmen, sondern sich auch um die Kinder kümmern. Sie ins Bett bringen, Frühstück machen, zu Hause spielen, in die Kita bringen, sich halt im Alltag des Kindes auch im Rahmen dessen, wie es beruflich möglich ist, mit engagieren. Aber das ist nicht nur bei den Vätern so, auch bei den Müttern. Früher die Mutter zu Hause am Herd, sich nur um den Haushalt und die Kinder gekümmert, immer weiter auch berufstätig. Und insofern haben sich da die Rollenbilder verschoben, vermischt. Gewisse Aufgaben, die früher nur die Männer gemacht haben, machen heute teilweise die Frauen auch. Gewisse Aufgaben, die früher nur die Väter übernommen haben, werden mitgeteilt. Insofern, gerade für die Kinder, ist es mehr so, dass sie heute beide Eltern haben, auch im Alltag. Es gibt oft ein gemeinsames Sorgerecht. Das bedeutet aber nicht, dass beide gleichberechtigt viel Zeit mit den Kindern hinterher verbringen dürfen und können, wenn es soweit ist. Herr Witt, das ist bestimmt einer der großen Irrtümer, die man so begeht, wenn man denkt, naja, ich habe ja halbes Sorgerecht, also kriege ich auch die Hälfte der Zeit. Also zum einen nicht halbes Sorgerecht, sondern gemeinsames Sorgerecht. Aber es ist richtig, das ist einer der großen Irrtümer, die wir auch ganz oft in den Beratungen bei uns haben. Das heißt, ich habe doch das gemeinsame Sorgerecht und jetzt habe ich 50% der Zeit auch mein Kind. Nein, das Sorgerecht umfasst nur gewisse Bereiche. Also Gesundheitsfürsorge, Entscheidungen über Religion, Schule und Ähnliches. Daneben gibt es aber noch das Umgangsrecht. Das heißt, wie viel Zeit das Kind bei dem getrennten Elternteil verbringt. Und da ist schon der erste Fehler mit drin, weil Umgang nur die Zeit mit einem regelt, aber eigentlich muss ja die Zeit des Kindes mit beiden Eltern geregelt werden. Und da haben wir das Problem, dass genau diese 50%, also diese gleichberechtigte Elternschaft, rein vom Zeitaspekt erstmal, in Deutschland sehr zurückhaltend angewandt wird. Wir haben noch keine Gleichberechtigung nach einer Trennung. Wir haben immer noch das Bild, einer betreut, einer zahlt, stammt unter anderem auch aus dem Unterhaltsrecht. Und das, was viele Eltern heute schon leben, sowohl zusammenlebend als auch oftmals nach einer Trennung, ist gesetzlich noch überhaupt nicht abgebildet. Heute ist das klassische Bild, so wie Sie es gesagt haben, die Kinder sind meistens bei der Mutter. Gibt es da statistische Zahlen? Statistische Zahlen ist schwierig. Man kann sich an der Zahl der Alleinerziehenden so ein bisschen orientieren. Dazu muss man wissen, alleinerziehend ist in Deutschland, bei wem ein minderjähriges Kind gemeldet ist. Das hat noch nichts mit dem Aufenthaltsstatus ansonsten zu tun, wie viel Betreuungszeit dort ist. So, und da hat man eine Verteilung von, naja, gut 90% Mütter, knapp 10% Väter.
Gesellschaft befindet sich im Wandel, habe ich gesagt. Und dazu gab es eine interessante Tagung, die wir Ihnen Stück für Stück mit dieser kleinen Sendereihe vorstellen wollen. Man hat sich entschlossen, in der Landesvertretung Baden-Württemberg die großen Fachleute, sage ich mal, Top-Fachleute zusammenzuholen und den aktuellen Stand der Forschung, der aktuellen Stand der politischen Entwicklung einmal zusammenzutragen. Diese Tagung fasste man unter der Bezeichnung Programm zum familienpolitischen Abend zusammen. Und das Thema hieß offiziell, ich lese das mal vor, Familien im gesellschaftlichen Wandel auf dem Weg zur gleichberechtigten Elternschaft von Anfang an. Lösungsansätze im europäischen Kontext und deren Chancen und Risiken für Familien in Deutschland. Herr Witt, was wollten Sie mit dieser Tagung? Wir wollten zum einen informieren, wo stehen die anderen Länder, aber auch einen Blick darauf werfen, wo stehen wir momentan? Wo sind wir möglicherweise besser, wo haben wir aber auch Nachholbedarf? Und wichtig war uns auch hier einen Blick darauf zu werfen, wie geht es den Kindern dabei? Weil früher hat man nach einer Trennung Regelungen gefunden, die den Eltern genehm waren in Bezug auf Arbeitszeit und Ähnliches. Heute geht man viel stärker darauf hin zu gucken, wie geht es auch den Kindern damit? Und das war uns halt auch ein besonderes Anliegen. Und den gemeinsamen Weg auch zu gehen. Deswegen hat nicht der Väteraufbruch für Kinder diese Veranstaltung alleine veranstaltet, sondern gemeinsam mittlerweile zum zweiten Mal mit dem Verband berufstätiger Mütter. Weil wir davon überzeugt sind, eine Lösung für Mütter, für Väter und für Kinder gibt es nur gemeinsam. Sie haben, was ganz wichtig war, Multiplikatoren eingeladen, Fachleute, aber auch Politiker, weil Sie sagen, die Politik muss auf den veränderten Forschungs-, Wissens- und Bedürfnisstand eingehen. Richtig, genau. Wir können ganz viel wissen, wir können uns ganz viel unterhalten, wir können uns ganz viel einig sein. Wenn die Politik nicht die passenden Rahmenbedingungen schafft, wird sich nichts bewegen. Viele Eltern leben heute schon eine gleichberechtigte Elternschaft. Und was ich vorhin schon sagte, der politische Rahmen ist nicht da oder der gesetzliche Rahmen. Hier müssen wir Aufklärung leisten. Deswegen engagieren wir uns dort auch sehr stark mit Informationsveranstaltungen. Und es ist für uns ein sehr großer Aufwand. Wir sind ehrenamtlich tätig. Wir agieren ausschließlich mit Mitgliedsbeiträgen. Das heißt, wir können auch keine großen Sprünge machen. Trotzdem ist uns genau dieser Part wichtig, zu informieren und zu zeigen, wie könnte es noch besser werden. In unserer Live-Sendung vom 5. Dezember 2016 haben wir bei Leben mit der Energiewende TV uns mit dem Thema beschäftigt, wie geht die Politik mit der aktuellen Entwicklung um? Was tut sie nicht? Ignoriert sie das? Und was müsste passieren? Diese Sendung können Sie noch einmal nachsehen. Sie finden diese auf www.warroom.tv oder bei YouTube auf dem Kanal von Leben mit der Energiewende TV. Der Familienpolitischer Abend wurde eingeleitet von Cornelia Spachtolz, Vorstandsvorsitzende des Verbandes berufstätiger Mütter, mit der Frage, wie ist die Situation von Müttern in Deutschland? Ja, die Situation von Frauen insgesamt und insbesondere von Müttern. Wir haben schon sehr viel erreicht. Immerhin dürfen wir wählen. Wir haben immerhin ein eigenes Konto. Wir müssen immerhin unsere Ehegatten nicht fragen, wenn wir sie denn haben, ob wir arbeiten gehen dürfen. Wir haben tatsächlich schon einiges erreicht. Anders als zur Gründungszeit meines Verbandes ist die öffentliche Infrastruktur in Betreuung und Bildung gewachsen. Das heißt, wir haben Kita-Plätze, die zwar bei weitem noch nicht das erfüllen, was wir brauchen, einmal in Quantität von den Angeboten in Öffnungszeiten, aber vor allem auch in Qualität, dass die Eltern bereit sind, loszulassen. Und natürlich erleben wir zwar den Rechtsanspruch auf den Kita-Platz für ab Einjährige zum einen, aber zum anderen erleben wir die größten Erwerbsbrüche von uns Müttern in der Station des Lebens, wenn unsere Kinder in die Schule kommen und dann nochmals weiter, wenn sie in die weiterführende Schule kommen. Von daher ist das, was momentan auch von Ministerin Schwesig artikuliert wird, eine Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder. Wichtig, eine Forderung, die wir schon lange als Verband auch haben, allerdings noch weiterführend. Wir fordern 0 bis 14 plus Jahren. Aber das ist eins, die öffentliche Infrastruktur in Betreuung und Bildung. Da kann man auch fragen, wie erleichtert das uns das Leben als berufstätige Mütter und als Frauen? Zur Qualität gehört auch, dass wir eine Chancengleichheit schaffen. Dazu gehören auch bundeseinheitliche Standards und Transparenz und Durchlässigkeit im System. Davon sind wir auch noch weit weg. Und das natürlich als wichtiges Instrument, als Unterstützung für uns zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Das ist ein Aspekt. Wie kann Betreuung, wie kann Bildung aussehen, um uns zu unterstützen, uns Frauen? Noch sind wir weit weg, was ich eingangs auch sagte, von ja, Gleichstellung und Gleichberechtigung und nicht nur ausschließlich selbst gewählt, sondern tatsächlich auch durch den Rahmen. Das allein dokumentiert ja auch der Gender Pay Gap von durchschnittlich knapp 21% ungefähr, der vor allem aufgrund der Rahmenbedingungen so ist, der Unterschied. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir wesentlich seltener in Führungspositionen zu finden sind als das andere Geschlecht und dass wir überwiegend, zwar inzwischen mehr als Mütter, nach der Geburt unseres Kindes oder der Kinder zurück an einen Arbeitsplatz gehen, aber überwiegend doch eingebettet durch das Steuer- und Rechtssystem eher in Arbeitsverhältnissen prekäre Beschäftigung zu finden sind mit Minijob oder geringfügiger Teilzeit. Das ist eine Sache. Da ist natürlich schwer, mit dem Einkommen aufzuholen. Die älteren Frauen, die im Rentenbezug sind, tatsächlich ist der Unterschied durchschnittlich knapp 60% im Rentenbezug zwischen Frauen und Männern bei eigenerworbenen Ansprüchen. Und hier berufen wir uns auf die Studie vom Bundesfamilienministerium aus 2011 zum sogenannten Gender Pension Gap. Also es ist viel zu tun, etwas zu verändern. Und wenn wir sagen, Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro wäre eine Hilfe und auf dem Weg dahin könnten wir zum Beispiel Arbeitgeber auffordern und in die Pflicht nehmen, dass sie in Bewerbungsgesprächen deutlich werden und sich gegenzeichnen lassen, dass es die Bewerberin oder der Bewerber verstanden haben, was Minijob eigentlich bedeutet in letzter Konsequenz. Also eine Aufklärungspflicht könnten wir hier einfordern. Wir können auch einfordern, das, was seit vielen Jahren diskutiert ist, dass wir das Ganze in einen besseren, wie im ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, den Handlungsempfehlungen aus 2011 auch festgestellten Lösungen eingebettet ist, in einem anderen rechtlichen, steuerrechtlichen Rahmen, also weg vom Ehegattensplitting. Ob dann Familiensplitting die Lösung ist, alle gleichwertig zu behandeln, das mag ein Ansatz sein, aber ist nicht zwingend das Instrument, dass sich Arbeit dann auch gleichwertig verteilt. Da ist eher die Individualbesteuerung die Lösung, die unser Verband auch favorisiert. Also wo ist das Ganze eingebettet? Die Infrastruktur, die geboten wird, und das ist eben das Rechtssystem das eine. Das andere ist natürlich, was auf dem Arbeitsmarkt passiert, ich sagte schon auch mit Minijob, dass Karriere nur in Präsenzzeit zu machen ist, aktuell noch. Deshalb wäre es wichtig, dass zum Beispiel die Quote nicht nur für uns Frauen zählt, dass wir in Führungspositionen kommen, sondern dass es zum Beispiel auch Führen in Teilzeit quotiert gibt, dass Menschen, die Familienverantwortung übernehmen, eben da auch eine gewisse Vorbildfunktion im Unternehmen einnehmen können und das völlig losgelöst, ist es eine Mutter oder ein Vater oder ist es eine Frau oder ein Mann, der für Pflegeverantwortung einsteht. Letzten Endes, um uns Frauen aufholen zu lassen in der Wirtschaft, da wo wir hingehören in der Wirtschaft, es gab noch nie so eine gut ausgebildete Frauengeneration wie jetzt, müssen wir, und das sage ich ganz liebevoll, müssen wir dafür Sorge tragen mit allen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir Männer zum gleichen unternehmerischen Risiko machen wie uns Frauen. Es darf keine Rolle mehr spielen auf dem Arbeitsmarkt, welches Geschlecht ich habe. Und da müssen wir noch viel weitreichende Forderungen haben als für das, wo wir für den Trennungsfall einstehen, sondern wenn wir zurückgehen an die glückliche Anfangszeit, warum haben werdende Väter nicht einen ähnlichen Kündigungsschutz während der Schwangerschaft ihrer Partnerin? Warum haben Väter roundabout um den Geburtstermin keine Karenzzeit wie die Mutter, auch um sich in die familiäre neue Situation einfinden zu können? Warum ist Elternzeit, wie sie ist, und nicht paritätisch hälftig? Warum gibt es nicht noch mehr Unterstützung in dem von Ministerin Schwesig angestrebten Familienarbeitszeitmodell, dass auch nach der Elternzeit partnerschaftliche Wege auf Augenhöhe gegangen werden können? Und warum, und das trifft
viele Frauen, jede dritte Ehe ist geschieden, über Patchwork-Konstellationen, die sich lösen und finden und lösen, wo Kinder eine Rolle spielen, gibt es keine validen Zahlen. Warum gibt es dann nicht auch die Lösung im Trennungsfall, die uns Frauen ermöglicht, erwerbstätig zu sein, wirtschaftlich in die Kraft zu kommen und das mit dem Instrument nicht ausschließlich durch die öffentliche Infrastruktur, sondern in Ergänzung und zwar sehr gerne in erster Linie durch den anderen Elternteil, den leiblichen und dann in Ergänzung mit der öffentlichen Infrastruktur. Und auch hier müssen wir Wege finden, die eingangs auch verschiedentlich benannt sind, eben kooperativ sich die Hände zu geben für unsere Kinder, damit es uns Frauen auch langfristig gut geht und uns nicht das Schicksal, was heute schon viele Frauen getroffen hat, in der Zukunft weiter ereilen wird. Von daher, das ist so ein Teil der Frauenperspektive. Es gibt noch viel mehr zu sagen, aber das, da reicht der Abend leider nicht. Und wir haben ja noch ganz tolle Redner in der Folge. Und von daher war das zumindest ein kleiner Input von mir. Jetzt fehlt uns das Pendant. Wie ist die Situation der Männer? Martin Rosowski vom Bundesforum von Männern, er ist dort der Vorsitzende, spricht zur Entwicklung der Situation von Vätern in Deutschland. Ja, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sofern Sie im Saale sind, das kann ich jetzt im Moment nicht beurteilen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, kennen Sie die fünf Freunde? Also das Buch, ne? Die Buchreihe. Dann kennen Sie ja auch Onkel Quentin, also Georges bzw. Georginas Vater, den Forscher und anerkannten Wissenschaftler. Anhand der Darstellung seiner Figur in den veröffentlichten Bänden der Fünf-Freunde-Geschichten in den vergangenen 65 Jahren möchte ich Ihnen einmal eine interessante Wahrnehmungsänderung von Vaterschaft in unserer Gesellschaft illustrieren. Ich zitiere aus zwei Ausgaben. Einmal ein Zitat aus dem von Enid Blyton original verfassten ersten Buch Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel in seiner deutschen Übersetzung von 1942. Die Kinder hatten ihn nur einmal gesehen und sie fürchteten ihn eigentlich ein bisschen. Er war sehr groß, etwas verdrossen, aber ein kluger Gelehrter. Onkel Quentin sah auf die drei Kinder und nickte ihnen freundlich zu, aber die Falten wichen nicht von seiner Stirn. Die Kinder fühlten sich ein wenig eingeschüchtert und waren froh, dass er seinen Arbeitsplatz in einem anderen Teil des Hauses hatte. Nun ein Zitat aus dem Buch Fünf Freunde und der Fluch der Mumie. Sie erkennen es ein bisschen näher an unsere Zeit heran, von der deutschen Autorin Sarah Bosse von 2007. Onkel Quentin hatte gute Laune. Er klopfte den beiden Jungen freundschaftlich auf die Schulter, wie er das immer tat. Allerdings sparte er sich dieses Mal die Bemerkung, dass die beiden wieder tüchtig gewachsen seien. Dafür erntete N ein Kompliment. Nanu, da bist ja schon eine richtige junge Dame geworden. Und nun erzählt Kinder, wie ist es euch in den letzten Wochen in der Schule ergangen? Also ich glaube, das veränderte, positiv gewandelte Bild des Vaters ist unverkennbar. Der Vater von heute, auch als anerkannter Wissenschaftler und Forscher, ist den Kindern emphatisch zugewandt, hat ein Gespür für die Entwicklungsstufen der Kinder, akzeptiert deren Selbstbilder und interessiert sich für deren Schule. Alle Achtung, da traut man Vätern heute also alles zu, mehr noch, man erwartet es auch von ihnen. In der Tat, der gesellschaftliche Anspruch an Väter ist enorm gewachsen. Das ist nur logisch angesichts der Tatsache, dass wir heute eine Generation von Männern erleben, die in einer historisch bisher nicht dagewesenen Quantität und Qualität Vaterschaft leben wollen und immer mehr auch über alle Hindernisse hinweg leben. Hinzu kommt eine große Bereitschaft junger Menschen im Zuge ihrer Lebensplanungen, sich als Paare gemeinschaftlich um die Kindererziehung wie um den Familienerwerb zu kümmern. Die Inanspruchnahme von Elterngeld durch Väter hat sich in den vergangenen 9 Jahren fast verachtfacht.
Und nach wie vor ist der Kinderwunsch bei männlichen Jugendlichen hoch, also bei männlichen Jugendlichen hoch, wenn auch geringer noch als der der Mädchen. Der Mann von heute hat sein Portfolio, sein Rollenportfolio um die Rolle des aktiven Vaters erweitert, in der Selbst- wie in der Außenwahrnehmung. Und zugleich ist eine andere, letztendlich widersprechende Rollenzuweisung nicht verschwunden, nämlich die des Haupternährers der Familie. Die Arbeitsverhältnisse der Wirtschaft sind nach wie vor auf dieses Stereotyp hin ausgerichtet. Zugleich wird es jedoch immer schwieriger, dieser Rolle unter den bestehenden ökonomischen Bedingungen tatsächlich auch gerecht zu werden. An diesen gesellschaftlichen Widersprüchen scheitern immer öfter innovative partnerschaftliche Rollenengagements junger Menschen, so aufrichtig und so engagiert diese sie auch anstreben. Es geht also nicht um persönliche Lebensentscheidungen angesichts einer vermeintlichen Wahlfreiheit, sondern um ökonomische, soziale und strukturelle Strukturen, die die jungen Menschen sehr früh als unvermeidliche Zwänge erfahren. Und leider sind es die gleichen Zwänge, die es Paaren nach Trennungen zusätzlich so schwer machen, das gemeinsame Erziehen von Kindern über die Konflikte hinweg gut und fair zu gestalten. Laut der gerade eben veröffentlichten Kooperationsstudie der Firma Pampers, ich nenne das jetzt mal so, weil ich es irgendwie unseriös fände, die jetzt Pampers-Studie zu nennen, ist aber eine seriöse Studie, gemeinsam mit Forsa über den Papa von heute. Da wird veröffentlicht, dass die beschriebene Situation der Väter überdeutlich auch mit Zahlen belegbar ist. 93% der Väter würden gern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Mehr als jeder zweite befragte Vater hat Elternzeit genommen, aber fast 80% stellen fest, dass sie vor fast nicht zu bewältigenden Vereinbarkeitsproblemen stehen. Da verwundert es auch nicht, dass Männer wie Frauen zu über 80% die Rolle des Vaters als Beschützer definieren, beide. Und gar 83% Frauen, das finde ich ganz spannend, zu 78% Männern ihm die Rolle des Ernährers und Geldverdieners zuweisen. Eine Gesellschaft, die aktive Väter will, muss jedoch genau hier einen Paradigmenwechsel vollziehen. Männer, die fürsorglich Zeit mit Kindern, Familie oder kranken Angehörigen verbringen, brauchen klare, unterstützende Signale. Diese Zeit muss als das anerkannt werden, was es ist, nämlich produktive Zeit für die Gesellschaft und somit auch für den Arbeitgeber. Wenn das nicht geschieht, dann werden Männer und Frauen auch weiterhin informelle Deals zur Ausbalancierung ihrer Lebensbereiche suchen, ohne etwas an den großen Strukturen trotz gutem Willen ändern zu können. Oder wenn sie es nicht tun, werden sie scheitern und dafür auch noch die Schuld bei sich selbst suchen. Denn das Gelingen partnerschaftlicher Arrangements hängt entscheidend davon ab, in welchen sozialen Milieus und unter welchen ökonomischen Bedingungen sie sich vollziehen. Eine Gesellschaft, die aktive Väter will, muss aber nicht nur normative Rahmenbedingungen für das Gelingen solcher männlicher Lebensentwürfe schaffen, sondern muss Männer auch rechtlich in die Lage versetzen, ihre Vaterrolle aktiv leben zu können. Und in wohl kaum einem anderen Bereich als im Sorgerecht nach Trennungen von Partnerschaften wird deutlich, wie öffentliche Diskussionen und tatsächliche Verhältnisse für Männer auseinanderklaffen können. Über Jahrzehnte hinweg war die juristische Bewertung der Bedeutung von Männern und Frauen für Kinder nach wie vor klassisch geprägt. Mütter schienen im Zweifelsfall für die natürlicheren Bezugspersonen, gerade für kleine Kinder, gehalten zu werden. Und entsprechend wurde das Sorgerecht einseitig zugunsten der Mütter entschieden. Es bedurfte des Vetos des Europäischen Gerichtshofes und einer klaren Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes, um eine umfassende Sorgerechtsreform in Deutschland auf den Weg zu bringen. Das Bundesforum Männer hat gemeinsam mit dem Väteraufbruch und anderen Väterorganisationen hier für weitgehendere Regelungen in der Rechtsstellung von nicht verheirateten Vätern plädiert, als sie dann im vom Bundestag beschlossenen Gesetz 2013 tatsächlich festgelegt wurden. Doch ich glaube, die Reformen bedeuten letztendlich einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, werden aber angesichts sich immer
zunehmend weiter differenzierter Diversitäten von Lebensformen nicht mehr sehr lange ohne zusätzlichen Reformbedarf halten können. Das gilt vor allem, Sie wissen das alle und wird heute sicherlich auch noch diskutiert, für die aktuelle parlamentarische Diskussion um das Wechselmodell, die jüngst in der SPD-Fraktion ebenso wie den Familienausschuss des Bundestages beschäftigte und für die damit ja auch verbundene Frage nach Unterhaltsanrechnung. Dabei sei dann, gestatten Sie mir das am Rande vermerkt, dass gewisse öffentliche Spekulationen über Führerscheinentzug im Falle von Unterhaltsverweigerung nach meiner Meinung nach dem äußerst vielschichtigen Problem nicht gerecht werden. Ich glaube, es täte der Diskussion gut, wenn Ansätze zur Lösung dieses ernsten Problems auf einer seriösen Analyse seiner unterschiedlichen Ursachen basieren würden. Und zu all diesen Fragen haben sich das Bundesforum Männer, wie auch die unter unserem Dach vereinten Fachverbände allen voran, der Väteraufbruch für Kinder bisher klar verhalten und werden sich auch weiterhin in Zukunft in die Diskussionen einbringen. Unabhängig von den entsprechenden politischen und juristischen Debatten halten wir es aber für unerlässlich, dass die Informations- und die Beratungsangebote für betroffene Väter und Mütter zum Thema gemeinsame elterliche Verantwortung verbessert und flächendeckend ausgebaut werden, ebenso wie verbindliche Fortbildungsangebote für beteiligte Fachleute, zum Beispiel Familienrichterinnen und Richter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter und so weiter. Dies ist unverzichtbare Voraussetzung dafür, um künftig angemessener mit dem auch weiterhin auftretenden Streitfällen und gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen Eltern in Sorgerechts- und Umgangsrechtsangelegenheiten im Interesse des Kindeswohls umzugehen. Die Ressourcen von Vätern und ihre Bedeutung für die Entwicklung ihrer Kinder müssen wesentliche Elemente dieser Informations-, Beratungs- und Fortbildungsangebote sein. Wir sind der Überzeugung, dass Väter für die Entwicklung von Kindern wichtig sind. Je fürsorglicher sie diese Aufgabe wahrnehmen können, desto positiver ist dies für die Entwicklung der Kinder. Und genau hier sollte im Blick auf die Väterpolitik auch unser Ansatzpunkt sein. Wir sollten an den Ressourcen ansetzen, die Männer als Väter in die Gesellschaft einbringen und dass es sich für das Gemeinwesen positiv auswirkt, wenn sie unterstützt werden. Durch die angemessenen materiellen und immateriellen Rahmenbedingungen ebenso wie durch die Gewährleistung ihrer verfassungsgemäßen Rechte als gleichwertige Verantwortungsträger in der Fürsorge für das Kind. Das Bundesforum Männer, der Interessenverband für junge Männer und Väter in Deutschland, schätzt den Väteraufbruch als ein kritisches und solidarisches Mitglied, auf das wir nicht verzichten möchten, weil es Väter in Lebenssituationen vertritt, die in der Euphorie um die neue Väterlichkeit in Deutschland leider eben auch oft vergessen werden. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei dieser Arbeit und freue mich als Vorsitzender des Dachverbandes auf weitere Zusammenarbeit. Danke. Herr Witt, es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, die Mütter haben es alle im Sack, denen geht's gut und die Väter sind die Doofen, sondern auch wenn Frauen vor allen Dingen das Sorgerecht, das Alleinige oder die Zeit bekommen mit den Kindern, ist das für die ja auch eine enorme Belastung. Ja, und deswegen sagen wir auch, Vereinbarkeit fängt von Anfang an in der Familie an. Das heißt, Kinder stellen Eltern vor eine Herausforderung. Sie werden Eltern, sie finden sich in einer ganz anderen Situation wieder. Und diese Verantwortung sollte dann eigentlich auch gemeinsam gelebt werden. Sicherlich gibt es durchaus Eltern, die sagen, wir haben eine Rollenverteilung, für die wir uns entscheiden, auch ganz bewusst entscheiden. Einer arbeitet, einer kümmert sich mehr um die Kinder, auch das ist in Ordnung. Man muss sich nur der Konsequenzen bewusst sein, die daraus entstehen. Das heißt, der Elternteil, der aussetzt, und ich sage es jetzt ganz bewusst neutral, weil es auch durchaus anders sein kann als diese Männer-Frauen-Verteilung, die wir sonst kennen, der Elternteil, der aussetzt aus dem Beruf, wird gewisse Nachteile haben in der Karrierelaufbahn, auch nachher in der Rente. So, und deswegen, wenn die Eltern es so weit hinbekommen, relativ früh gemeinsam in die Verantwortung für die Familie auch zu gehen, um Beruf und Familie zu vereinbaren, ergeben sich auch später weniger Probleme. Weil das Thema Finanzen, Entwicklung, Geld wird immer wieder ein Punkt sein, der nicht unbedingt hochkommt, solange man noch zusammen ist.
der aber ganz kritisch wird, wenn man sich trennt. Wir haben es in beiden Vorträgen gehört, obwohl wir im 21. Jahrhundert sind, obwohl wir die modernste Technik haben und uns überlegen, zum Mars zu fliegen, ist die Berufswelt auf sozialpolitische Realitäten wie Trennung von Partnerschaften überhaupt nicht drauf eingestellt. Das Berufsleben, die ganze Organisation hinkt also weit hinterher, irgendwelche Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen beide gut leben können. Richtig, genau. Also ein Punkt ist natürlich, die Arbeitswelt darauf anzupassen und die Betreuungssituation der Kinder. Kinder gehen zur Schule, gehen in den Hort, in die Kita. Was bringt das aber, wenn die Kita-Betreuungszeiten zum Beispiel um 14 oder 15 Uhr zu Ende sind? Die Arbeitszeit aber bis 16 oder 17 Uhr geht. Dort wird schon eine Menge gemacht, da ist auch eine Menge erreicht worden. Was noch fehlt, ist dieses Anerkenntnis, dass es zwei Eltern gibt. Es gab letztens einen recht interessanten Artikel, wo es darum ging, dass ein Kind in der Schule von getrennten Eltern nur eine Spalte hatte, um die Kontaktdaten der Eltern einzutragen. Das Kind war getrennt, hatte Mutter und Vater. Wo ist der Vater geblieben? Für den gab es keine Spalte. War ein recht interessanter Artikel, brachte es aber recht gut auf den Punkt. Das andere ist natürlich die Arbeitswelt. Wir wissen heute, oder es ist relativ normal, dass Mütter für ihre Kinder berufliche Auszeiten in Anspruch nehmen, vielleicht auch nur Teilzeit arbeiten, auch öfter mal ausfallen, wenn die Kinder krank sind und so weiter und so fort. Das ist akzeptiert, das ist bekannt. Das nehmen Arbeitgeber teilweise schon als Karriererisiko auch mit hin, dass sie sagen, na, wir setzen vielleicht Mütter nur an den Stellen ein, wo es vielleicht nicht ganz so brenzlig wird. Auf der anderen Seite, ein Vater, da rechnet man nicht unbedingt damit. Wenn der also sagt, ich würde jetzt gerne Teilzeit arbeiten oder ich muss auch mal früher gehen, um mich um mein Kind zu kümmern, gibt es durchaus Arbeitgeber, die da auch mal komisch gucken. Mal sagen, na wieso, aber da ist doch eine Mutter, die sich um das Kind kümmert. Wo der Vater aber sagt, ja Moment, ich bin Vater und ich kümmere mich auch um mein Kind. Dieses Selbstverständnis fehlt immer noch. Und ich denke, wir haben eine Gleichberechtigung in dem Bereich erreicht, wenn Mütter und Väter dasselbe Karriererisiko haben. Und es für den Arbeitgeber nicht mehr relevant ist, stellt er jetzt für die Führungsposition eine Frau oder einen Mann ein, sondern er stellt einen guten Mitarbeiter ein, der eine gute Leistung bringt und auch Familie hat. Da sind uns die skandinavischen Länder deutlich voraus. Wie sind die uns voraus? Indem dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie anders gelebt wird. Zum einen ist es dort völlig normal, dass sich Mutter und Vater gemeinsam um die Kinder kümmern. Der Arbeitgeber stellt oftmals dann für die erste Zeit sowohl Mütter als auch Väter auch frei, so dieses Thema Familienfindung. Die Erziehungszeiten, die dort sind, für Mütter und Väter, sind länger und intensiver genutzt, als wir es hier in Deutschland haben. Und auch später, nehmen wir beispielsweise das Thema Kind ist krank, dann kann man ja schlecht dann auch zu lange dann immer frei nehmen. Da gibt es auch die Möglichkeiten, meinetwegen auch wenn die Betreuung mal ausfällt, dass es zum Beispiel Familienzimmer gibt. Das heißt, da kommt der Mitarbeiter mit seinem Laptop, klingt den im Familienzimmer ein, hat sein Kind nebenan, das kann dort mitspielen oder natürlich die Mitarbeiterin auch. Und die Arbeitgeber, sie akzeptieren nicht nur, dass dort eine Familie ist, sondern sie integrieren diese auch. Dadurch ist auch oftmals eine viel höhere Zufriedenheit, was dann natürlich wieder die Folge hat. Trennen sich Eltern, ist es auch völlig normal, dass sich auch beide weiterhin um die Kinder kümmern. Hier bei uns in Deutschland haben wir das Thema, trennt man sich, sagt man sich, oh, ein Vater, der sich noch um sein Kind kümmert, das ist ja ein Held. Nein, das ist einfach nur ein Vater. In Skandinavien ist es umgedreht. Wenn sich dort einer aus der Verantwortung für sein Kind entzieht, sagt man, wie kann der nur? Und so haben wir ein völlig unterschiedliches gesellschaftliches Bild. Und wir würden dort natürlich gerne hinkommen, auch zu sagen, diese gemeinsame Verantwortung, die es für die Kinder gibt, die besteht auch nach einer Trennung fort und soll auch gelebt werden. Und deswegen setzen wir uns zum Beispiel auch sehr stark für die Doppelresidenz ein, auch bekannt unter dem Namen Wechselmodell, wo die Kinder halt bei zwei Eltern weiterhin zu Hause sind. So wie sie es bisher auch kannten, nur in zwei Haushalten. Ja, also Sie sprechen ja das Wort Integration an, dass man das auch tatsächlich ins Berufsleben vernünftig integrieren kann. Mhm. Das ist ja für mich auch so ein vorherrschendes Bild bei den ganzen Trennungen, die ich sehe. Die Väter, Mütter sind immer gehetzt, sagen, ich muss jetzt los um 14 Uhr mein Kind irgendwo holen. Mhm. Und die machen alle so einen gehetzten Eindruck, weil sie ständig jemanden irgendwie abholen muss. So ein Familienzimmer ist ein gutes Beispiel, wo man sagt, da gibt es diese Hetze nicht mehr. Zum einen das, dass man das, wie gesagt, besser vereinbaren kann. Wir haben auch heute die Möglichkeiten, ich meine, wir sind hier in einer Streaming-Sendung, was kann ich heute alles machen? Ich kann also dieses berühmte Arbeiten 4.0, ich kann von zu Hause arbeiten, ich kann von unterwegs arbeiten, ich kann eine Menge erledigen und dort trotzdem für meinen Arbeitgeber mit da sein. Das heißt, die Möglichkeiten sind da. Wir müssen sie nur einfach
auch in unseren Alltag, in unser Denken integrieren. Natürlich immer in Abhängigkeit vom Job. Der Fabrikarbeiter wird das nicht können. Wir brauchen aber auch andere Arbeitszeitmodelle. Auch das Thema Schichtzeiten zum Beispiel bei Berufen. Wie kann man das entsprechend unter einen Hut bringen? Und auch da wieder muss man sagen, zwei Eltern, die das gemeinsam tun, auch wenn sie als Paar getrennt sind, haben natürlich dort bessere Möglichkeiten. Indem man zum Beispiel sagt, in der einen Woche arbeite ich weniger, weil ich mich mehr um mein Kind kümmere. Und in der nächsten Woche arbeite ich wieder etwas mehr, weil dort das Kind liebevoll vom anderen Elternteil betreut wird. Also die Chancen gemeinsam sind deutlich größer als alleine. Auf die politischen und rechtlichen Forderungen kommen wir in weiteren Sendungen noch. Herr Witt, es reicht aber nicht aus, glaube ich, nur appellativ zu sagen, liebe Arbeitgeber, werdet mal flexibler, richtet mal Familienzimmer ein, erlaubt diese Änderungen und so weiter, sondern es braucht dafür tatsächlich wirklich rechtliche Rahmenbedingungen, die sich ändern. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt schon eine ganze Reihe Arbeitgeber, die dort sehr offen sind, aber wir brauchen gesellschaftlichen Wandel. Es muss gelebt werden. Deswegen war ein Vorschlag zum Beispiel gewesen, der war etwas ketzerisch, wirklich auch zu sagen, das nächste Familienministerium, warum sollte es nicht gemeinsam von einer Mutter und einem Vater jeweils in Teilzeit geführt werden? Gute Vorbilder, die wir zum Beispiel brauchen, dass sowas möglich ist, dass sowas funktioniert, dass auch Führungspositionen so gelebt werden können. An rechtlichen Rahmenbedingungen, wie gesagt, wird das Thema Kinderbetreuung, da gibt es schon eine Menge, aber zum Beispiel auch für getrennte Eltern, dass es nach einer Trennung nicht nur Alleinerziehend gibt, hat sich schon mal jemand gefragt, wo ist denn der andere Elternteil, wenn es nur noch Alleinerziehende gibt, sondern wir plädieren zum Beispiel auch für den Begriff getrennt erziehend, dass ein Kind auch für den zweiten Elternteil einen Namen hat. Weil dieser zweite Elternteil, meistens der Vater, hat rechtlich bisher überhaupt keinen Namen. Wir haben auch ansonsten im Steuersozialrecht und Ähnliches, dass die Leistungen immer nur auf einen Elternteil bezogen sind. Und hier müssen wir einfach dazu kommen, ein Kind hat zwei Eltern, Punkt. Bis auf die wenigen Fälle, wo natürlich vielleicht Elternteil verstorben ist oder Ähnliches, was denn schon dramatische Sachen sind. Da müssen wir stärker hin. In der Gleichberechtigungsdebatte, die lange geführt wird, wurde bisher ausschließlich über Frauen geredet. Aber auch Männer wollen gleichberechtigt sein. Das wird häufig nicht so gesehen. Gerade Väter wollen aber stärker in der Familie integriert werden. Und da brauchen wir noch Unterstützung. Meine Damen und Herren, Sie sehen, da sind dicke politische und gesellschaftliche Bretter zu bohren. Gut ist es, wenn wir den Blick über den Tellerrand wagen. Wir schauen in der nächsten Sendung ins Ausland. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, möchte ich Sie, wir blenden das jetzt im Computer mal ein, auf die Webseite vom Väteraufbruch für Kinder e.V. zu gehen. Dort finden Sie viele zusätzliche Informationen zu diesem Thema und können sich umschauen. Und es gibt dazu auch jede Menge Informationsmaterial und Broschüren, die Sie sich gerne zusenden lassen können. Familien im gesellschaftlichen Wandel. In der nächsten Sendung beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sieht die europarechtliche Perspektive von Familien im gesellschaftlichen Wandel aus? Und wir zeigen das Beispiel, wie läuft es in der Schweiz. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Witt.